Hallo, liebe Eltern und ein liebes Hallo an alle da draußen, die sich wieder für das Thema Kinderfüße und Kinderschuhe interessieren. Diesmal geht es nicht um Stoppersocken, diesmal geht es auch nicht um Lederburschen, weil dazu haben wir ja schon mal ein Video abgedreht, sondern diesmal geht es um eine Neuerung, die ich auf einer letzten der Messen zum Beispiel für unsere Kunden des Schuhvidu erstanden habe oder entdeckt habe. Sagen wir mal so, ich habe sie entdeckt. Und damit verabschiede ich mich von den Stoppersocken, die ja auch jeder wohl kennt und die ja auch durchaus ihre Daseinsberechtigung haben. Und ich verabschiede mich von den schönen, tollen Lederpuschen von Orangenkinder, die ja auch super toll sind. Aber wir haben jetzt noch eine dritte Variante für interessierte Mamis, Eltern, Großeltern entdeckt. Und da würde ich mal sagen, ich baue mal auf. So, wir machen das mal. Auf die Seite was, auf die Seite was. Und auch nochmal mit hier hin. Wir haben entdeckt. Und zwar ein ganz tolles Schüchen. Weil Pusche kann man dazu auch nicht mehr so richtig sagen. Aber es wäre eigentlich eine Pusche, weil es hat ja keinen Schaft. Also kein Leisten, der jetzt hier drin steckt. Wir haben ein ganz tolles, super weiches Ding, was extrem flexibel ist, was wenig Platz wegnimmt, was sich super dem Fuß anschmiegt. Und jetzt kommt's, das ist für Eltern wie für Erwachsene oder für Kinder wie für Erwachsene gleichermaßen geeignet. Weil das ist sozusagen der Allrounder. Ich kann es zum Beispiel zu Hause verwenden. Für mein Kind, wenn es gerade anfängt mit Laufen. Ist es damit wieder eine Alternative zur Stoppersocke, zur Stoppersocke und zur Lederpute, die wir eben gerade so schön galant beiseite geräumt haben. Weil diese Stoffpusche, ich nenne sie jetzt einfach mal so, ist auch rutschfest. Damit rutsche ich zum Beispiel jetzt auf glatten Böden nicht weg. Damit also zum Beispiel gut meinen Laufanfänger zu Hause ausstatten, wenn er dann sozusagen die ersten Schritte macht. Wenn mir einfach die Stoppersocke zu dick oder die Lederpusche auch vielleicht ein bisschen zu geräumig ist, weil sie nicht so schön am Fuß liegt, hier habe ich doch diesen allgemeinen Allrounder. Ich kann ihn zum Kindergartensport anziehen, ich kann ihn zum Tanzen, zur Gymnastik, für die Älteren dann wieder Yoga, Pilates, alles das, wo ich es eventuell barfuß mache oder zumindest etwas haben möchte am Fuß, damit ich mehr Grip habe. Dann ist das wieder die sehr schöne Alternative und natürlich, ich sag mal, ihr seht es vom Design her, das ist wirklich bloß ein Bruchteil dessen, was die Firma sozusagen zu bieten hat. Wunderschöne Modelle, gerade für die Kinder, aber auch Unifarben für die Erwachsenen, weil diese Modelle gibt es sozusagen bis in die großen Größen für Mama und Papa, für Oma und Opa zum Beispiel auch. Gerade, ich sag mal so, dieser Seniorensport, Seniorentanzen, Stuhltanz und so weiter und so fort, auch hier im Rahmen einer Physiotherapie oder eines Krankenhausaufenthaltes, wo ich sozusagen auf einen rutschfesten, aber sehr weichen Schuh angewiesen bin, wäre das doch eine super tolle Alternative. Preislich liegen wir praktisch zwischen der Stoppersocke und den Lederschüchen oder Puschen von anderen namhaften Lieferanten. Wenn ich immer, ich sag mal, bei uns in der Preislage sozusagen davon ausgehe, alles was dann, die liegen ja über 40 Euro. Die Lederpuschen, die tollen Lederpuschen von Pololo oder anderen gleichwertigen Lieferanten liegen ja gleich oder sogar noch darüber. Also habe ich hier eine wunderbare Alternative, weil ich liege zwischen der Stoppersocke und der Lederpusche. Zum anderen, wie ich schon sagte, nicht nur zu Hause verwendbar, sondern eben halt, ich sag mal, Sport, Freizeit. Wenn ich baden gehe, Babyschwimmen. Die Teile sind so schön gemacht, sie liegen wunderbar am Fuß an. Die muss ich auch nicht ausziehen, wenn ich zum Beispiel zum Babyschwimmen ins Schwimmbecken steige. Ja? Schwimmbad. Opa hat einen Pool, wir laufen über die Terrasse. Wir können die Teile gleich anbehalten, weil sie sind schnell trocknend. Ich habe das jetzt hier mal auf mein kleines Müsto
Muster, Füßchen draufgezogen und ihr seht, die haben auch wirklich eine schöne anatomisch korrekte Form. Wer es hier nochmal mit erspähen kann, ich zeige es auch hier nochmal genauer im Detail, der ist also praktisch hier vorne im Zehenbereich nochmal verstärkt. Also ich habe nochmal wie so einen leichten Zehenschutz mit dabei. Und hier haben wir wieder ein extrem dehnbares und dünnes Material, wo auch der Lieferant zum Beispiel sagt, das hat einen Lichtschutzfaktor 50. Es trocknet ganz schnell. Nächster Aspekt ist, es ist maschinenwaschbar. Ja, was haben wir noch? Also hier gibt es Vorteile über Vorteile und eigentlich kaum Nachteile. Doch ein Nachteil hat das Ganze, es wächst nicht mit. Weil ich habe ja hier wieder ein relativ festes, nicht dehnbares Material, jetzt in dem Sinne, nicht das jetzt wieder hier als dieses Sohlenmaterial als extrem fest betrieben. Es ist schon flexibel, aber ich meinte jetzt fest in dem Sinne, es lässt sich nicht ziehen. Die Dehnbarkeit ist sozusagen also hier auch begrenzt, weil hier liegt ja sozusagen der Vordergrund oder der vordere Aspekt liegt ja hier auf der Anti-Rutsch-Effekt. No? So, und damit, es wächst nicht mit. Und wir haben natürlich auch wieder hier, man sieht es ist nichts für sehr schlanke Füße. Also ein mittlerer Fuß bis leicht breiter Fuß passt hier super toll rein. Extra weit wird schon wieder ein bisschen schwierig, aber man müsste es ausprobieren, weil mit jeder Weite oder mit jeder Größe mehr gibt es natürlich auch hier wieder eine Weitenzugabe. Diese Modelle von Slipstop werden zum Beispiel in von bis Größen angeboten. Also die Einteilung ist dann ähnlich wie bei vielen Lederpuschen von, was haben wir jetzt hier, 21, 23. Das kleine geht sozusagen von der 18 bis zur 20. Das hat hier mein kleiner Kandidat zum Beispiel an. Und ich sag mal, geht wirklich bis in die großen Größen rein. Wir führen es momentan bis zur Größe 32, wo ich dann denke, jawohl, das sind auch die Kandidaten, die zum Beispiel mal fürs Kindertanzen, ne, solche schönen weichen Teile mit brauchen. Und wo ich dann immer wieder sage, der Vorteil gegenüber dem normalen Gymnastikschuh liegt wieder hier in der anatomisch korrekten Ausführung. Gymnastikschuhe, wenn man sie kennt und auch schon gesehen hat, sind immer relativ spitz gearbeitet. Muss ich wieder meistens größer nehmen, damit sie an einem breiteren Fuß oder mittleren Fuß wirklich einigermaßen sitzen. Hier passiert das nicht. Zum anderen, ihr seht es, auch hier ein extrem dünnes, aber eben halt sehr dehnbares Gummibändchen. Gummizug, sage ich jetzt einfach mal. Und natürlich, Vorsicht, liebe Mamis, man sieht die Abdrücke am Fuß. Aber es ist ja wie bei allen Verschlüssen, wenn ich es richtig auf den Fuß aufbringe, passiert da auch nichts weiter. Denn es soll ja sozusagen, dieses Runterrutschen soll ja vermieden werden. Und dadurch, dass normal der Fesselteil, der schmalste Fuß oder der schmalste Teil am Fuß ist sozusagen, sitzt es dann hier auch besonders gut und haftet auch sehr schön. Wenn ich dann leichte Abdrücke auf der Haut sehe, bitte keine Angst haben. Es sind halt keine, wie soll ich sagen, dass es das Kind jetzt keine Durchblutung mehr hätte unten im Fuß. Es ist einfach ganz normal. Wenn ich etwas ordentlich schließe und es anliegt auf der Haut, dann sehe ich manchmal leichte Abdrücke. So, und damit wäre es auch schon wieder für mich der Schluss gekommen. Und da verabschiede ich mich sozusagen mit diesem schönen Spruch des Lieferanten. Jedes Abenteuer beginnt mit einem ersten Schritt. Zudem laden wir euch sozusagen herzlich ein. Diese Modelle sind also in beiden Filialen zu erwerben. Natürlich nicht in allen unbegrenzten Designs, weil wir ja doch auf Platzgründen immer nur eine geringe Auswahl treffen. Aber ich denke mal, mit diesen neuen Stoffpüschen, muss ich jetzt mal so sagen, treffen wir den Nerv der Mamis, die immer sozusagen einen Hauch von nichts am Fuß haben möchten. Bis zum nächsten Besuch. Bei uns, bleibt gespannt, wir finden wieder was Tolles und ich verbleibe mit einem ganz, ganz lieben Gruß und Herzchen für unsere Abonnenten. Bis zum nächsten Mal.